Also die Ergebnisse der Zusammenarbeit, die waren eigentlich ganz klar. Wir sind rausgekommen aus diesem Alltagsgeschäft. Wir haben aufgehört, Feuer zu löschen. Ja, wir haben einfach alles viel mehr strukturiert. Wir haben sechsstellige Umsätze jetzt erreicht und wir haben gestartet. Ich glaube, wir sind ins Consulting reingekommen mit fünfstellig im ganz niedrigen Bereich. Und hat sich einfach alles zum Positiven entwickelt. Ne? Und was auch ganz wichtig war, wir waren damals wirklich bis oben hin gefühlt zu, mit Arbeit, mit Feuerlöschen und. Und seitdem tatsächlich trotz mehr Umsatz hat sich das Ganze wirklich entspannt und man hat auch wirklich Zeit, am Unternehmen zu arbeiten. Also mein Name ist Jan. Ich bin der Marvin. Und wir helfen Industrie- und Handwerksbetrieben, mehr Fachkräfte oder Azubis zu gewinnen. Also bevor wir den Vertriebsprozess hatten, wie Alex dabei bringt, mit den mehreren Stufen, sind wir halt wirklich noch zu jedem Kunden vor Ort hingefahren, so typisch in Vertriebler-Manier praktisch. Und es war halt total ineffektiv. Also wir sind wirklich ohne Vorqualifizierung hingefahren zu den Terminen, haben unfassbar viel Zeit verschwendet, unfassbar viel Geld, weil auch Autos kosten ja auch dahinfahren, Zeit, Geld. Also es war echt eigentlich sehr irrational, das zu machen. Unser Key-Learning war, dass wir diesen mehrstufigen Vertriebsprozess brauchen, um einfach Zeit zu sparen, effektiver zu sein. Also es hat echt ein bisschen länger gedauert, bis dann der Progress kam, einfach weil wir die ersten 6 Monate eigentlich unser Ego nicht so zurückstecken konnten und halt trotzdem noch versucht hatten, das, was wir davor irgendwie gemacht haben, ohne halt 100% das anzunehmen, was uns gesagt wurde. Und dann nach 6 Monaten haben wir irgendwann diesen Switch geschafft und dann ging es halt übelst bergauf. Also man muss halt früh genug das Ego abstellen, glaube ich. Unsere größten Zweifel am Anfang war es einfach, wir waren früher sehr investitionsscheu. Also wir wollten eigentlich kein Geld großartig ausgeben für Beratungen, um uns weiterzubilden und. Und ein ganz großes Thema war auch, hey, bringt es überhaupt was? Wie kann das uns überhaupt weiterhelfen, sowas? Also wir waren irgendwo auch sehr beratungsresistent und das war unser allergrößtes Problem, was wir hatten. Also wir haben uns für Alex entschieden damals, weil es erstens einfach auf Agenturen angepasst war und wir uns halt voll wiedererkannt haben. Dann kannte ich ihn auch schon ein Weilchen länger. Und es gibt einfach so andere in der Branche, wo wir einfach das Gefühl hatten, die passen nicht zu uns. Und da hatten wir einfach das Gefühl, okay, das holt uns ab. Das ist nicht so. Es hat einfach gut gepasst. Das ist genau auf uns zugeschnitten.